Die nächste Unterscheidung, die nächste Skala geht von dem einen Pol, der da heißt formell, zu dem anderen Pol, der da heißt informell. Formell, eine formelle Kultur ist hierarchiebetonend. Hier spricht man Leute mit Titeln an. Und eine informelle Kultur ist locker und da ist man sich schnell beim Vornamen. Die Amerikaner zum Beispiel, auch die Australier. Ja, da ist man ganz schnell beim Vornamen, was man nicht unbedingt gleichsetzen darf mit dem, was wir Duzen nennen. Das ist nicht das Gleiche. Aber man ist weniger hierarchiebetont, zumindest vordergründig. Wenn man genau hinschaut, gibt es dort durchaus auch Unterschiede. Und man sieht schon, wer der Chef ist. Aber es ist nicht so im Vordergrund wie in formellen Kulturen. Die deutsche Kultur ist eine formelle Kultur. Die amerikanische ist eine informelle Kultur. Auch die Italiener ist eine formelle Kultur. In der Pizzeria, wo ich in Königswinter ab und zu mal gegessen habe, bin ich da reingekommen, immer Dottore, Dottore. Ja? Keine Ahnung, ich habe da nie gesagt, ich bin Dr. Ebert oder sowas. Ja, das mache ich nicht sowas, aber irgendwie haben die das, keine Ahnung, rausgefunden. Ja, und was weiß ich, da irgendwie erzählt worden, ich weiß es nicht. Und Dottore, ja, guten Abend und so weiter. Formelle Kultur.